Servus und hallo zu Fußballmanager 13. Wir spielen diesmal ein 3D-Spiel, das letzte Freundschaftsspiel, bevor es so richtig zur Sache geht. Aber auch in dem Freundschaftsspiel geht es eigentlich schon ordentlich zur Sache. Gegen den Bayer Leverkusen nämlich. Und mit mir wieder mit dabei der Dagumi. Hallöchen! Hallo. Ja, es kann Gebt durchaus zur euer Sache gehen, sagen Bestes. wir mal so. Also direkter Liga-Konkurrent und von den Werten her in dem Spiel zumindest auch besser, weil wir unsere Jungspunde spielen lassen. Aber ich rechne uns durchaus auch gewisse Chancen aus. Wer weiß. Wir haben übrigens gerade wieder einen Absturz gehabt. Auch das kommt leider vor im Fußballmanager. Nicht zu knapp, sage ich mal. Haben aber auch die Zeit genutzt, um einem linken Verteidiger ein Angebot zu stellen. Und ja, genaueres sagen wir euch natürlich nach dem Spiel. Ja. Jetzt soll es erstmal um das Spiel hier darum gehen, wie sich unsere Jungs so ein bisschen reingeschmissen, ja, so anstellen werden. Dabei spielt er noch, wie heißt er? Der linke Verteidiger von uns. Molinaro. Molinaro, genau. Noch lassen wir ihn spielen. Aber der hat uns in der Testaufnahme quasi gar nicht gefallen. Wer weiß, vielleicht tut er sich jetzt. Vielleicht weiß er, dass es jetzt um was geht. Ja, wahrscheinlich strengt er sich jetzt extrem an. Ja, Holzhauser wieder mit einem langen Fehlpass. Und Ja, trotzdem wieder schon wieder. dazwischen. Oh, zu lang für Ibisevic. Die Pässe passen noch nicht so richtig. Torens. Von hinten. Es gibt mindestens Muss es Gelb. gelb geben. In der Testaufnahme hat er sich mehr aufgeregt. Ich glaube, fast identisches Foul, aber. Andere Aber Geste. er hat sich zumindest mehr aufgeregt. Weiß, faustet ihn weg. Oh, schönes Stückchen von Reus. Oder? Reus? Nein. Rolfes. Rolfes, ja. Oder? Henri! Alleine vom Tor? Oh Gott! Wir müssen ein paar Spiele üben. Da ist er definitiv noch nicht mit den Mannschaftskameraden Oh Gott, da im Einklang gewesen hier. hätte er viel mehr draus machen können. Schade. Alles wäre besser gewesen Ja, als das. irgendwie direkt versuchen reinzustolpern. Selber, allein schon in Richtung Tor laufen hätte wahrscheinlich einiges gebracht. Aber ja, Obwohl gut. wir bei ihm geht steil drinnen haben, hat er sich trotzdem für einen Pass entschieden. Muss aber dazu sagen, es ist sein erstes Spiel. Oh, seltsam. Oha, böse. Ich wollte gerade sagen, das müsste eigentlich auch gelb geben. Kießling. Ja, Rüdiger auch mit der einen oder anderen ganz guten Aktion zumindest, also zumindest klärenden Aktion. Ja, also für sein Alter ist er wirklich, kann man schön aufbauen. Auch ein schöner Pass jetzt auf Henri über das halbe Ibisevic, Feld. ja, schön. Ah, schade. Ah. Aber das, wie gesagt, Ibisevic darfst du keine zwei Chancen geben. Im Normalfall macht er die zweite rein. Na gut, die Spä zweite fehlt noch. spä spätestens die zweite. Das heißt nicht, dass er immer nur die zweite reinmacht. Die ich falsch verstehen jetzt. So, Kießling. Rüdiger, Ah, ja gut, das das war ist jetzt ein jetzt Foul. ja das Revanche-Foul. Aber allerdings ohne gelbe Karte. Leider blöder Situation. Ja. Kießling. Nein, Kartitz. Freistöße können sie leider. Ja, der war aber auch fast am Elfmeterpunkt, wenn man so will. Also schön Gut. über die Mauer Ja, gezirkelt. weiß ich, schön vorbeigeflogen. Ah, Hier Ibisevic kommt schön auf Tor, Tor rum. Lauf. Kriegt er den aber auch rum? Henri. Ja. Ah, Henrik, schade. ah, schade. War leider ein bisschen Schürrle. zu hoch für Henri. Schürrle ist gefährlich, aber Rüdiger Rüdiger. wieder mal. Wie gesagt, der macht, also ich glaube, wenn wir den wirklich spielen lassen, kann der sich gut in die Mannschaft einfügen. Ja.
Der ist halt von den Werten her noch etwas schwach und ich denke, das wird man früher oder später vielleicht in der einen oder anderen Aktion auch merken, aber im Moment Rüdiger. auch die Pässe, die kommen eigentlich alle immer an, wenn Oh, dann richtig eigentlich, schön. wenn man denkt, er klopft die nur raus, Ja, stimmt. kommen die trotzdem immer an. Im Vergleich Holzhauser? zu Holzhauser, der kam jetzt auch mal an, das war aber eher Zufall. Oh, Also, verstolpert sich. Sam Schön. Niedermeier hat geklärt. Das Da müsste Abseits sein. abseits. Ja, zum Glück. Ja, aber so meilenweit, also, dass er überhaupt noch an den Ball rangegangen ist und geschossen hat. Das war ja keiner um ihn rum. Er wollte Weiß nochmal deklassieren, glaube ich. So. Henri. Jetzt schön durchgesetzt. Komm, jetzt muss es Bicevic. ja. Schade, ja. Aber zumindest sehe ich, dass wir selbst mit unserem B-Team hier eigentlich ganz ordentlich mithalten. Ja, stimmt, das ist unser B-Team. Wie gesagt, das Ergebnis würde ich jetzt mal nicht als, ja, so aussagekräftig sagen. Wäre natürlich schön, wenn wir hier noch ein bisschen was mitnehmen, aber wenn man bedenkt, ja, Holzhauser ist sauber. Schön gemacht. Oh, Henri ist halt schön, Henri. Der muss jetzt. Bisevic, da kommt keiner Er ist mit. halt allein auf weiter Flur, aber er macht Boah, ihn schön. sauber. Das meine ich. Hören wir jetzt die Tormusik? Ich höre sie eh nicht. Eigentlich müsste sie kommen. Ja. Ja! Das waren wir. Jetzt habt ihr so einen coolen Avatar auch mal gesehen. Ah nee, ich glaube, die Tormusik kommt nur im Heimspiel. Weil Alles klar. sonst macht es ja keinen Sinn. Warum sollte Leverkusen für Stuttgart irgendwas ein? Harnik wird gefoult. Ich hoffe, er kann weiterspielen. Ja, zumindest ist er aufgestanden. Zumindest lebt er noch. Scheint noch zu leben. Molinaro mit dem Freistoß. Schade. Da kommt Ich frage mich, Toro nicht warum ran. Molinaro tritt. Haben wir den nicht umgestellt? Vielleicht nur die direkten. Okay. Oh, schön, Elfer. Elfmeter. Noch vor der Pause. Sehr gut. Bin Den gespannt, wer den müsste jetzt Story tritt. schießen. Eigentlich schon, ja. Die Nummer 99 freut sich. Ja, Henri steht bereit. Yes. Sehr schön. Der Das ist hat's schon bezahlt. Vor allem sehr schön, vor allem in dem VfB-Trikot zu sehen, ist natürlich, da geht mir so ein bisschen das Herz auf. War echt schön geschossen. Aber allein, ja, mit einer Pause jetzt, mit einer Führung in die Pause zu Ja. gehen, so rum, gibt im Normalfall schon so ein bisschen Auftrieb. Jetzt hoffen wir mal, dass der Manager nicht gleich wieder rumspackt Ja, und das uns wäre jetzt hier schön, doch mit nach Hause wenn nehmen wir lässt. diesmal durchkommen würden damit. Vor allem, es läuft gerade. Diesmal können wir auch sagen, wieso haben wir uns das vorgestellt. Passt. Wie schaut's da aus? Frische, uiuiui, Hanik. Ja, der war vorher schon nicht frisch und ist jetzt auch noch gefoult worden. Ich glaube, dem sollte man zumindest mal was gönnen. Einmal eine Massage, eine Masseuse. Ansonsten Ja, auf jeden Fall mal Ibisevic. Und vielleicht noch Sakai, oder? Der kriegt auch immer die Massagen, der Sakai. So, Die dann Sackmassagen. Oh ja, gute Idee. unsere Vierer 4,0 Leute mal motivieren, würde ich sagen. Ja. Oder? Und dann mal gucken, welchen Ich 3,5. versuch's, na süß. Na, immerhin hat er plus eine Moral. Das will ich auch hoffen. Ich versuch's. Oh, aber das war gut, eine Moral und zwei Selbstvertrauen. Das klingt schon mal gut. Okay, Morini. Haben wir Torun. irgendwie den mal loben können? Eigentlich sollten wir Henri loben können. Ja, wir könnten ihn schon loben. Aber ob das was bringt? Aber mit 3,0. Nee. Lieber unsere Vierer. Die Frage ist, ob du Torun motivierst oder ob wir ihn einfach auswechseln jetzt zur Pause. Mit der gelben Karte. Motivieren wir mal einen Holzhauser. Moral 1. Torum. Mein gut, motivieren können wir ihn trotzdem, aber Ja, dann. genau. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Moral 2.
Okay, dann lassen wir noch drin. André Weiß vielleicht noch? Oder? Achso, wir haben. Ich glaube, das war's. Ne, eine haben wir noch übrig, steht da unten. Motivieren. Okay. 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 So, ja, dann machen wir doch mal weiter. Ja. Zu langer Pass. Sind wir da gerade gesessen? Mist, ich habe uns nicht gesehen. Nee, ich glaube, das ist eher Stadion, also... Oh, schön. Schön gespielt von den Bayer. Sam, aber Weiß, toller Pass auf Kiesling. Weiß hält immerhin. Harnik klopft einfach mal nach vorne. Auri kann leider nichts damit anfangen. Ja, Holzhauser gefällt mir jetzt aber zumindest am Anfang schon so ein bisschen besser. Auri Ibisevic. Aber Auri macht was für Spiel. Er setzt sich ein, der kämpft. Ja. Oh, Rüdiger. Rüdiger jetzt. Aber Weiß hat ihn zum Glück. Mhm. Magst du trotzdem Auswechslungen machen? Oder erst spielen? Also, ich würde auf jeden Fall auf der linken Seite gern irgendwann mal noch Traoré bringen für Torun, weil er einfach durch seine Schnelligkeit vielleicht noch ein bisschen Vorteile hat. Aber das muss jetzt nicht sofort sein. Wobei, wie gesagt, im 3D-Modus muss man bedenken. Warte mal, wo mache ich das? Oben aufs VfB-Zeichen draufklicken. Ah. Ach so. So, dass man da Traoré irgendwann mal rein... und Harnik sollte man definitiv rausnehmen mit seinen... Der hat jetzt so abgebaut. Geh mal auf Torun, kann der vielleicht auch rechts spielen? Dunay Torun. Du hättest auch, naja. Ja. Okay, wir hätten theoretisch, ich weiß nicht, ob das vom im 10er auch schon so war, du hättest ja auch, wenn du auf Shift und rechts auf über Harnik gehst, also im Spielsystem, wenn du da Shift drückst und drüber guckst, dann siehst du, wer auch alles klar. Das kenne ich noch nicht. Ja, Torun, okay, aber der hat genauso wenig gute frische Werte. Ja. Immerhin noch im Bereich. Aber Kahn oder so weiter war auch keine Option, ne? Oder Holzhauser auf rechts, weil wir sollten. Ja, dann tauschen wir die beiden mal. Mhm. Kannst du übrigens auch, wenn du in diesem Shift-Modus bist, wenn du unten draufklickst, kannst du das auch direkt, dass der auf die Position geht. Ah, oder okay. Genau, wenn du Traoré kannst, das ist ja jetzt da mal. Wir hätten sogar Auri. Aber da kannst du ja auch das mit Traoré mal ausprobieren. Torun und Harnik? Traoré, ja. Heinal? Bei... Nee, mach mal dann Traoré. Aber nicht für Torun, oder? Sondern für Harnik. Ja. Bocker. Genau, okay. Soll man Kahn auch bringen? Für Holzhauser? Holzhauser hat mir an sich gut gefallen, aber ja, der ist. Ja, nehmen wir. Nehmen wir Emre Kahn. Genau. Sein erstes Spiel. Genau. So, sollen wir gleich nochmal oder erstmal noch warten? Wollen wir Taski noch bringen? Können wir auch für Niedermeier. Oder? Okay. Oder willst du Rüdiger rausnehmen? Können wir auch machen. Niedermeyer hat eine 4. Ja, dann lass uns den rausgeben. Gegen Taski. Okay. Würde ich sagen. Gut. Ich meine, wir können den Rest können wir ja später dann noch wechseln. Weiß klärt. Und da gibt es ja Auswechslungen. Sehr gut. Ja, das ist im 3D-Modus halt so, dass du wirklich warten musst, bis der Ball mal im Aus ist. Da kann man sich mit Wechseln durchaus verspekulieren. Gerade wenn man gegen Ende irgendwie... Also ich habe schon gehabt, dass 20 Minuten der Ball nicht im Aus war. Das ist echt ärgerlich manchmal. So. Weiß, faustet ihn raus und gibt gleich einen Gegenangriff. Ja, perfekt. Schön Torun. Henri. Der ist noch frisch. Auf Yemoni. Oh. Oh, der macht ihn. Das gibt's ja gar nicht. Oh, nicht unser schön. A-Jugend. Spieler, der Dario. Nicht schlecht. Der ist da aus der A-Jugend. Nett. Ja, sauber, aber schöne Schusstechnik. Ja. Also keine Chance. Richten. Keine Chance für Leno. Ja, vor allem, der hat ja noch so viel Entwicklungspotenzial hier.
Alter Mann, Schwabe. Ich hätte nie gedacht, dass wir ganz ehrlich Leverkusen auch nur den Hauch einer Chance haben mit unserem B-Team, aber... Schön. Oh. Naja, leider. Leider zu schlecht verteidigt. Ja, ja, es passt schon. Toll, wer macht jetzt meine Kamera sauber? Ja, und schlecht verteidigt und ein guter Schuss. Ja, Amerikan hat ihn einmal abwehren können, aber das war's dann. Mhm. Aber trotzdem. Gefällt mir trotzdem bisher ganz gut. Ja. So, selbst wenn wir jetzt hier nicht gewinnen sollten, durchaus Perspektiven für die zweite Mannschaft. Also, oder für später. Wenn die ein bisschen spielen, ja, die sind halt schnell, die Leverkusener über außen. Kiesling mit dem Kopf, ja, da ist er relativ stark. Die rufen im Stadion die ganze Zeit auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ja. So, sollen wir nochmal tauschen oder haben wir überhaupt noch jemanden auf der Bank? Ich glaube, das war's schon, außer Torhüter, aber. Na, Kakao hätten wir zwar noch, aber ja, wen soll man da rausnehmen? Ibisevic oder Henri würde ich auch gern durchspielen lassen. Ja. Dann, oh. Oh. Jetzt haben wir auch noch Dusel. Ja. Guck mal trotzdem mal, sicherheitshalber, wie es aussieht. Bocca könnte man bringen für Christian Ronaldo. Einer. Ja, frisches Blut wäre schon nicht schlecht, vielleicht wirklich für Ibisevic, Kakao. Weil, für die letzten Minuten. Henri ist zwar nicht mehr so frisch, aber trotzdem, ich würde den echt durchspielen lassen. Der braucht ja ein bisschen Spielzeit. Und dann können die beiden sich auch ein bisschen aneinander gewöhnen. Henri und Kakao. Vorausgesetzt, der Ball kommt nochmal so weit vor. Ah, Ibisevic, letzte Chance. Vertan. Oh ja. Es geht schon. Ich komm klar. Ist alles gut, aua. Die wechseln okay, nochmal. Leverkusen wechselt nach Hosugai. Kakao. Also der sieht nicht so richtig danach aus, muss ich sagen, aber. Kakao. War aber ein schöner Pass von unserem Dario. Ja. Rechts. Ja. Also nicht das noch verlieren jetzt in den letzten Minuten, Leute. Ja, aber Rüdiger hat ihn noch mal schön rausgeklopft. Und auch kopfballmäßig. Okay, aber verlieren. Es wäre ärgerlich, weil wir waren nah dran an einem Sieg. Schürrle wollen sie auswechseln? Ja, das sollen sie mal machen. Mensch. So, Weiß. Nicht auf Zeit spielen, sondern einmal noch einen schönen Angriff über Dusky. Ja, das gefällt mir. Geht gut nach vor. Ah, abseits, okay. Ja. Aber knapp. Schade. Ja, aber ich fürchte, Leno wäre auch da gewesen. Ja. Na, ja, schade. Was soll es gewesen sein? Kakao hat jetzt auch nicht so viel Zeit gehabt, groß Akzente zu setzen. Aber immerhin, die sind mal zusammen auf dem Platz gestanden. Ich glaube, das bringt auch schon was. Ich habe sie mal gesehen. Aber jetzt kein Gegentor mehr. Das nehmt ihn ab, Rüdiger. Brav. Sauber. Rüdiger, und jetzt nochmal ein Gegenangriff. Schal. Warum nicht? Ah, schade. Ja? Hat uns deine geklatscht? Das war, glaube ich, eher ein freundliches Gesichtstätscheln. Aber gut. Ja, was nehmen wir mit aus dem Spiel? Vor allem geil fand ich gerade die Szene, als Rüdiger den Erfahrenen getadelt hat. Also hier. Was hast du für einen Scheiß gespielt? Ja, wobei man muss auch sagen, Rüdiger besser gespielt. Ja. Rüdiger hat definitiv sauber gespielt heute. Ja. Du also, wir können mitnehmen, unsere Jungen haben den Etablierten mal so ein bisschen was gezeigt. Ja. Wie man Einsatz zeigt, sagen wir mal so. Thierry Henry im ersten Tor. Zwei Stürmertore. Ja, und der zweite, das dritte Tor von unserem neuen Jugendspieler. Ja. Also, abwehrmäßig hat es natürlich noch nicht 100% gepasst, aber ich finde ein 3:3 in Leverkusen mit der B11. Ja,
ist gut. Kann sich schon sehen lassen. Vor allem bisher haben wir haben unsere neuen Stars richtig aufgetrumpft. Das finde ich auch ganz nett. Allen, die wir neu gekauft haben oder denen wir eine Chance gegeben haben. Gut, Khan hätte definitiv wahrscheinlich noch, der hat aber auch nicht so viel Zeit gehabt, muss man sagen. Und ist auch nicht seine angestammte Person, den müssen wir, Position, den müssen wir erst ein bisschen eingewöhnen. Ich glaube, der ist ja eher zentral. Wir lassen ihn jetzt defensiv spielen, also. Aber durchaus Perspektiven habe ich gesehen. Ja, also 100%. Gefällt mir. Gefällt mir schon ganz gut. Bester Spieler Ibisevic, okay. Zusammen mit Thierry Henry sogar, würde ich sagen, weil Henry ein Tor, zwei Vorlagen. Ja. Nicht so schlecht fürs erste Spiel. So. Okay, Verhandlung mit Chris Wood. Ja. Maximal 3 Jahre Laufzeit. Langsam ans Team oder einige Male? Ja, können wir ruhig raushauen. Soll ruhig einige Male spielen, der Bub. Und du hast eine große Zukunft, musst aber Geduld haben. Genau. Ach, schau, der. Sehr der fair. Der leckt's ja schon. Der leckt sich schon. Die Lippen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie die harten Freistöße auch in den Skills wirklich unterbringen, dann passt's. Weil die waren, glaube ich, nicht so prickelnd, seine Freistöße. Abstieg ablösefrei. Option für Verein und Spieler, oder? Spieler und Verlängerung. Genau, das gefällt ihm alles. Ein Jahr oder machen wir mehr? Ja. Gehaltskürzung bei Abstieg? Nee. Können wir weglassen. Jährliche Erhöhung? Ligaspielbonus können wir theoretisch wegmachen. Oder? Den Ligaspielbonus geht zwar ein bisschen. Das gefällt ihm. Oder wir können es ein bisschen nach 60 Spielen machen. Gut, dann ist schon fast egal, ob wir es reinmachen oder nicht. Eben. Bei 60 Spielen können wir es wirklich weglassen. Auflaufprämie 500 ist okay, oder? Ja. Jetzt würde ich mit dem Gehalt noch ein bisschen runterschrauben. Klar. Und dann, also Standard quasi. Glaubst du, der bleibt auf dem Level? Wir sind die einzigen, die dabei Interessenten sind. Das heißt, wir können ruhig mal auf Grundlage für weitere Dinge runtergehen. Ja. Falls ein bisschen entgegenkommen, können wir ihm ja dann noch. Ja, ja. Würde ich sagen, 470 und 110. Klingt gut. Und unterbreiten. Komm zu uns, Chris. Komm zu uns, Chris Wood. Geh weg von uns, Hemmler. Vertrag unterschreiben, oder? Ja, oder also stellen? Ich weiß nicht, wie. Ich glaube, die lehnen dann relativ schnell ab. Ja, war bei mir auch immer der Fall. Also von dem her, ich würde einfach sagen, wir sind über Marktwert, das passt so für uns. Die Geduld ist zwar sehr hoch, aber wir wollen ihn da weg haben. Ja, also was heißt weg haben? Er ist sicherlich kein schlechter Stürmer, aber talentmäßig unter dem, was wir jetzt neu geholt haben, von dem her. Ja, Thierry Henry, Chris Wood. Mache ich das im Prinzip so, wenn er ein Angebot kriegt und da auch hin möchte, darf er da gern hingehen. Das ist ja noch nicht gesagt, dass er jetzt auch wechselt. Das erste Elfertor gibt uns eine Belohnung. Sehr schön. Oh, das ist weh. Mal wieder. Verbessert das Angebot. Der möchte nicht zurechtkommen. Das heißt, wir müssten ihm quasi jetzt noch mehr zahlen. Ja. Gut, schauen wir mal rein. Schauen wir mal, was er möchte. Der ist eh weh. Wir sind schon bei fair eigentlich, gell? Ja. Auf 900 noch hoch. Mehr krass. Aber nicht. Krass. Mehr würde ich definitiv auf 200. Ja, aber mehr, wenn er jetzt nicht kommt, dann viel Spaß, Montpellier. Ja, ist ja, so. Ja, also. Wir haben auch eine Schmerzgrenze. Ja, ja. Hanik wird einen Tag ausfallen, der müsste aber schon wieder zurück sein. Notfalls, sagen wir, werde doch schnell wieder fit.
Okay, ist schon wieder da. Aber nichtsdestotrotz können wir ihm sagen, wäre er körperlich stärker. Robust, oh, doch nicht. 79 ist schon ziemlich gut. Lassen wir es mal lieber. Oh. Achso, Ja, gut, die sind schon länger verletzt. die Ja, die zwei, sind die schon sind länger verletzt. die drei, wenn man so will, aber ja, zumindest Bar und Odell kommen in 3 Wochen zurück. Die Davi ist schmerzt schon sehr, dass der nicht da Ich ist. muss dich verleihen, damit du Spielpraxis bekommst. Ja, Ja, das da kann man nicht mal sagen, dass er schnell wieder fit werden soll. Okay, schauen wir mal uns noch die anderen Meldungen noch durch, oder willst du? Ah, okay. Du kennst die Sprache, kümmere dich um Yassin Benzema im Krankenhaus. Ja Aber gut, das könnte man heißt, machen. heißt ja nicht, dass er sich nicht Ja, drum kümmern kann. klar. Mit dem Gips. Selbst im Gips Rollstuhl ist man noch mobil. heißt's. Aber würde ich fast Nein. sagen, oder? Damit der Ja, auch ein ja. bisschen besser zurechtkommt. Ist generell immer nicht schlecht. Da bin ich sehr zuversichtlich. Na, bitte. Bis du verkauft wirst, Hotel. Zumindest so lange darfst du dich um ihn kümmern. Hemmlein akzeptiert. Restaurantbesuch. Ja. Oh, Gefiel ihm gut. fünf Moralpunkte, sehr gut. Ja. Harnik wieder fit. Ach, Ja, er tritt. Kakao. Okay, Elfmeter trainieren, das haben wir wahrscheinlich so eingestellt, weil wir keinen besseren hatten. Jetzt haben wir ja Henri, von dem her ist die Frage, dass mal, ob wir das nicht irgendwie anders einbauen. Weil da hat der Co-Trainer schon recht. Die bringt ihn auf seiner Position selber nicht weiter. Oder zumindest ein bisschen runterschieben. Als So letztes weit wegen mir. kommt er eh nie. Ja, ich fürchte auch. Erstmal die Torschüsse ein bisschen verbessern. Gut. Iniesta ist verletzt. Und der Scout kommt Immer zurück. noch. Ja. Das wird jetzt noch ein paar Wochen so weitergehen, wenn ich fürchte ich. 2%. Die Familie ist glücklich wie eh und je. Als hätte es keinen gestern gegeben. ja, gut. Was haben wir als nächstes am Programm? Das erste Spiel eigentlich schon, gell? Theoretisch schon, ja. Es kommt jetzt eigentlich erstmal nicht mehr viel, glaube ich. Ah, nee, Schalke ist noch. Schalke. Und nochmal, also wie viele Freundschaftsspiele haben wir denn noch? Ah, nee, das ist schon Pokal. Ja, Okay, also noch okay. zwei Freundschaftsspiele. Ja. Wollen wir die schnell durch spielen lassen? Würde ich fast sagen, Ja. oder? Können wir machen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, bis dann. Danke fürs Zusehen. Ciao.